fangen jetzt einfach mal an. Okay, gut. So, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Fahrdoch und heute machen wir was anderes. Wollen wir mal so ein klassisches YouTube-Video machen? So. Oh ja. So irgendwie so Beauty-Scheiß oder so. Nee, oder irgendwie so Neuigkeiten. Gerrits Beauty-Palette? wir wollen heute einfach mit euch mal ganz locker erzählen, Q&A machen. Woher kommt Fahrdoch? Was wollen wir noch tun? Und natürlich all eure Fragen. Und natürlich auch, ist das hier der Typ von Motovision? Und was hat der Typ hier eigentlich auf Grip zu suchen? Was geht ab, liebe Grip-Freunde? Heute sind wir in Namibia unterwegs. Fragen über Fragen. Fragen über Fragen. Ich würde mal sagen, wir fangen an mit dem Thema, wie ist Fahrdoch entstanden? Und da klären wir eigentlich auch gleich die Sache, was habe ich bei Grip zu suchen? Und zwar, das war folgendermaßen. Ich habe vor einiger Zeit zurück angefangen bei Grip ein Praktikum zu machen. Ja, muss ich mir vorstellen, ich war Praktikant bei Grip und so ist der ganze Spaß entstanden. Ich komme aus dem Motorsport, habe viel Motorsport gemacht, habe immer gemerkt so, puh, ja, irgendwo geht es dann auch nicht weiter, die Kohle ist nicht da, was könnte man machen mit Autos, was geil ist, und ich war immer so ein kreativer Kopf, ne? Und so kam halt die Idee, ich schreibe Grip mal an. Und das war auch immer, war auch für euch Leute da draußen, das war für mich auch so krass. Ich habe gedacht, ja, gibt's nichts. Und ich guck so und dann stand echt Praktikum für Grip. Bam! Und dann habe ich gedacht, ich bin der obergeilste Typ überhaupt, habe ich gesagt, ich mache ein Video. Das heißt, meine E-Mail bestand wirklich daraus, meine Damen und Herren, ich würde gerne ein Praktikum machen, ich mache keine Standardbewerbung, unten ist der Link zum Video. Alter, ich bin schon wieder so übelst müde, Mann. Tja, wie wär's mit dem Tantrum? Zwölf Sekunden später. Bumm hingeschickt und dann kam halt echt die Nachricht. Das Geile war halt, der Chef sagt dann so, boah, ich will den Typen nicht, weil der will nur die Autos fahren. Wir wollen ja auch Leute, die redaktionell was machen wollen. Und dann haben wir telefoniert eine halbe Stunde und dann von der halben Stunde hat er mir 20 Minuten lang erklärt, nee, keine Autos fahren, keine Autos fahren. Also genau, und so entstand das dann. Und dann bei dem was gemacht, ne? Hinter der Kamera viel Redaktionelles, auch als Kameramann. Und damit habe ich dann auch diesen Kollegen kennengelernt, den Dion, weil der ja auch ein bisschen bei Grip rumtanzt. Und wir haben uns dort kennengelernt und dann haben wir gedacht, hey, lass uns mal was machen, ne? So, der. Ist er hier? Ja, perfekt. Mit deiner Hand drauf, tust es genau die Hand, passt der Rand so ungefähr. Ah, okay. So viel ist zwischen Rand und deinem Kopf. So wenig nur, dann mach ich ein bisschen nach oben. Ja, mehr nach oben. Ja, passt. Jetzt. So. Ja. Ein Drive. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Genau. So, wie sagst du immer so nett? Lass doch mal was mit dem YouTube und dem Internet machen. Das ist geil, finde ich genau. Und so ist das Ganze entstanden. Ich würde jetzt mal sagen, jetzt stell du dich mal vor, ne? Die große Frage ist ja immer gewesen, ist der das von Motorvision? Ja, der ist das von Motorvision. Werner Kaschinski ist ein typischer Vertreter. Ich wohne praktisch im Auto. Bei mir lief es ein bisschen anders als bei dir. Mein erstes Wort war schon Auto und ich habe schon ganz früh angefangen, Autos an den Scheinwerfern zu erkennen und eigentlich wollte ich mal zu wissen, das und so. Egal. Ich habe es damals mal gesehen, das hat ja schon mal jemand gemacht. Der hat es grandios verkackt, aber egal. Auf alle Fälle dachten meine Eltern schon, nachdem der als erstes Wort Auto und nicht Mama oder Papa gesagt hat, aus dem kann nichts werden. Und nachdem ich dann irgendwie dann vor der Wahl stand, Journalismus oder doch mal schauen, ob mich das Auto überhaupt interessiert, bin ich eigentlich über die Kundenzeitschrift der PLG damals zum DSF gekommen. Und DSF war Motorvision nicht mehr weit. Und da habe ich mich halt beworben. Und da ich mich halt ein bisschen mit Autos auskannte, war ich dann da ganz schnell drin. Und dann halt den ganz klassischen Weg, Praktikant, Volontär, Redakteur und dann in dem Laden eigentlich vom Anfang bis zum bitteren Ende dabei geblieben und da eigentlich auch schon zu dieser Zeit eigentlich alle kennengelernt, wie nämlich alle auch da ihren Ursprung hatten, sprich auch ein Matthias, Malmedy, Niki Schelle, so. Die sind dann aber irgendwann abgewandert zu Grip, ich bin bei der Motorvision geblieben und als bei der Motorvision eigentlich dann nichts mehr lief, bin ich als freier Redakteur mehr oder weniger auch
bei Grip dann gelandet. Mhm. Und ja, und da haben wir dann irgendwann so Jahre später uns dann über den Weg gelaufen und ja, und dann einfach gesagt, lass doch mal was machen. Und genau. So ist Fahrdoch entstanden aus, ich finde, eigentlich einer sehr coolen Kombination, weil ich nach wie vor finde, dass du ein super Sympathieträger bist. Und das Fahrdoch wirklich, du sagst das ganz nett, viele sagen, mal mir die Kopie. Ja, nein, ich finde das einfach, so wie du das machst, einfach super ist und von mir einfach der Background, einfach der Kontakte kommt und wir uns deswegen einfach so gut ergänzt haben und gesagt haben, so lässt sich was aufbauen. Ja, genau. Und so ist eigentlich vor, wann war es jetzt? Vor einem Jahr? Guten Jahr. Anderthalb Jahr, sowas. Genau, vom anderthalb Jahr aus Spaß und seit Anfang dieses Jahres eigentlich vollgas. Genau. Und jetzt noch ganz kurz die Frage klären, bevor wir jetzt hier mit dem ganzen Geschichtlichen dann, also wie in der Schule schon fast, ne? nur kurz die Frage klären, was habe ich vor der Kamera bei Grip zu suchen? Das ist eigentlich ein bisschen aus meiner Neugierde entstanden und auch die Frage damals, haben sie mich gefragt, hey, du kannst ja Auto fahren, ne? Hast du mal Bock, da vor der Kamera was zu machen? Und ich so, ja klar, doch, weil für mich ist das immer ein spannendes Thema gewesen mit Grip. Ich kenne das ja seit, weiß nicht wie viel, 1000 Jahren. Und dann sowohl hinter der Kamera, im redaktionellen Schnitt und auch vor der Kamera was zu machen, war halt komplett spannend für mich. Wollte ich einfach unbedingt mal machen. Und ganz ehrlich, Freunde da draußen, alle, die denken, das ist der geilste Job überhaupt. Fahrer ist der geilste Job. aus folgenden Gründen. wir können hier machen, was wir wollen. Und was ich total faszinierend finde, ist, man macht alles selber. Wirklich von der Planung bis über den Dreh, bis über das Quatschen, bis über den Schnitt, bis Marketing, bla bla. Bei Grip als Moderator jetzt ist es wirklich gar nicht so einfach, weil du hast den ganzen Tag eigentlich recht wenig zu tun. Das heißt, deshalb finde ich so Typen wie Matthias, Date, JP auch, wirklich faszinierend, weil die können wirklich auf Kommando Vollgas reden. Und für mich war das total krass, weil war erstmal eine Pause, Kameras wurden umgebaut. Okay, es geht los, bumm, Gerrit, du musst jetzt reden. Du hast jetzt 10 Minuten und dann ist es vorbei. Und ich so, was? Okay, ich mach's. Und das ist dann schon crazy. Also das ist ein spannendes Thema, dann fährt natürlich die geilsten Karten, aber es ist schon sehr stressig, ne? Darf man nicht vergessen. So, das war zu uns. Jetzt werden wir eure Fragen beantworten. Ich habe da ein paar bekommen. Jo, du kannst die erste schon mal beantworten. Die höre ich so oft. Wo kriegen wir die Autos her? Das ist ja auch dein Part. Es ist eine ganz normale Sache. Über die Jahre als Motorjournalist hat man natürlich den Kontakt zu den ganz normalen Pressestellen. Und bei den Pressestellen gibt es natürlich auch die Verantwortlichen, die ganz normal Testwagen haben. Und die fragt man ganz normal an und die bekommt man dann. Und im Gegenzug erwarten die Hersteller halt einfach, dass man einen redaktionellen Artikel darüber macht. Wir gehören sogar zu denen, die sogar mehrere Artikel dann mit den Autos sogar machen. Aber da bekommen wir in der Regel die Fahrzeuge her. Wenn wir sie nicht daher bekommen, schauen wir, wo wir die Autos sonst herbekommen. Und das ist uns auch sehr wichtig, dass eine gewisse journalistische Unabhängigkeit da immer ganz oben steht. Sprich, wenn wir die Autos von den Herstellern nicht bekommen, schauen wir, wo wir sie sonst herbekommen. Das kann natürlich Autohändler sein, Freunde sein. Genau. Also auch für euch da draußen, wenn ihr mal ein geiles Auto habt, ne, und ihr sagt, das muss unbedingt auf Fahrdoch vorkommen, dann schreibt uns. Genau. Wir kommen jederzeit gerne vorbei. So, jetzt habe ich ein paar Fragen hier auf Internet. Mhm. Das erste ist, was ist dein leistungsstärkstes Auto, was du bis jetzt gefahren bist? Hast du eins im Kopf für dich? Weil ich wüsste es jetzt eigentlich, weil es ist eine ganz einfache Antwort. Ich hatte vor kurzem den GT2 RS mit 700 PS. Also, ja, das war's. Ich hatte, was war das denn? Das war, das war ein Tuning-Beitrag für Grip. Toyota Supra, ich weiß nicht mehr haargenau, der hatte knapp über 1000 PS. Das ist mit dem Matthias gewesen? Genau. Ja, geiler Scheiß. Oh, die finde ich geil hier, von Devin Ruski.
Hast du vor, dir irgendwann einen Sportwagen bzw. Sportcoupé zuzulegen? Das ist auch so typisch. Eigentlich ein Sportcoupé. Eigentlich müsste man so als YouTuber, hätten wir ja schon lange irgendwie so ein Porsche GT3 da vor der Haustür stehen haben. Ne? Haben wir jetzt noch nicht. Würde mich schon interessieren. Aber im Moment noch nicht, weil wir fahren ständig wirklich geile Karren. Und dann kommt jetzt auch, kann ich gleich die nächste Frage beantworten. Was fährst du eigentlich privat? Ich fahre einen popeligen 318i E90 BMW und ich bin total glücklich damit. Also wirklich das langweiligste Auto der Welt, aber ich meine, für den Alltag von A nach B zu kommen, bin ich komplett zufrieden. Klar, wenn man dann in der Arbeit dann die geilen Karren bekommt, dann brauche ich eigentlich keine krasse Karre privat. Im Moment. In Zukunft weiß ich noch nicht. Ne? Da hat immer so ein bisschen was im Kopf. Bei dir, was fährst du? Ich fahre privat genauso was Aufregendes. Ich habe ihn mir damals neu gekauft und ich liebe ihn, weil er bringt mich zuverlässig von A nach B in Polo 9N. Ein also 6er Facelift läuft. Und ja. Ich liebe ihn und es gibt kein zuverlässigeres Auto. Ich habe jetzt 440.000 Kilometer drauf und ich liebe ihn. Er hat bis jetzt. Es ist wirklich das Kranke, weil als Motorjournalist kennt man sich so perfekt mit Autos aus, aber unterm Strich. Was dann eigentlich bleibt, wenn es wirklich um zuverlässige Autos, und das brauchen wir nun mal, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn du dauernd liegen bleibst oder wenn du ein Auto hast, was du zwar liebst, aber was nur in der Werkstatt ist, bringt es dir nichts. Ja, also ist es manchmal erschreckend, wie nüchtern man dann bei der Autowahl ist. Eben, aber auf der anderen Seite ist es wieder faszinierend, wie, wenn man sie hegt und pflegt und liebt, wie lange sie bei einem bleiben. Eben, also ihr seht das, Freunde, die Jungs von Fahrdorf sind sehr am Boden geblieben bei den Privatautos, ne? Das wäre mal interessant. Schreibt mal bitte in die Kommentare rein, was würde uns zum Beispiel ein Auto stehen? Ja, klar, bei mir würde wahrscheinlich M3 oder sowas dann wieder. Bei dir vielleicht, ja, Toyota Yaris. So, nächste Frage. Traumauto. Oh, das werde ich auch häufig gestellt. Wüsstest du dein Traumauto? Weil ich wüsste es ehrlich gesagt nicht. Es gibt so viele geile Autos, die man fahren will. Eines, auch wieder der heute sehr Porsche-lastig, der 2RS, das war immer so ein Ding, was auch auf der Liste gestanden ist. Aber es gibt noch einiges, auch so einen klassischen Supra mal, so einen klassischen, und auch der Nissan Skyline von Paul Walker. Dann gibt es so einige, ich bin auch ein totaler Rennwagen-Fan, ich würde auch gerne so Rennautos fahren. Klar, die Supersportwegen sind da natürlich auch mit dabei, aber so einen richtigen Traumwagen habe ich eigentlich nicht. Mein Traumwagen war eigentlich letztes Jahr, bis ich ihn gefahren bin, der Focus RS. Ne? Mhm. Das war so geil. Den fand ich einfach so geil, weil die billigen Vierzylinder, die einen Golf abladen. Ja. aber das war egal. Bei dir hast du irgendwas? Also ich komischerweise... Nein, überhaupt nicht. Ich meine, wie jetzt auch beim Wenzel Roadmobile oder sowas, ich bin so ein bisschen in den... Ich mag die älteren Autos unheimlich gern, nicht die ganz alten, aber auch wie gesagt, so Autos, die irgendwo noch so ein bisschen Geschichte und Emotionen haben. Golf R32 finde ich super, auch so den letzten eckigen Lancia Delta Integral Evo. Auch wenn die Dinger nicht viel Leistung haben, es geht mir um die Emotionen, wie sie Sachen einfach rüberbringen. Und das ist für mich entscheidend. Ersten Focus Ford RS mit den 215 PS. Diese ganzen Autos, wo Emotionen dahinter sind. Und aktuell glaube ich, wenn das jetzt alles keine Rollen spielen würde, als Firmenauto und so auch für Family oder sonst noch was zum Sportgerät reinpacken, ich finde nach wie vor so ein RS6 Plus ist nach wie vor das Nonplusultra einfach. Viele finden sowas vielleicht auch wieder stinklangweilig oder sowas, aber das Ding zerlegt einfach alles und sieht halbwegs unauffällig aus. Ich stehe auf Understatement. Mag vielleicht recht langweilig klingen. Was Autos angeht, auf der einen Seite dieses Emotionale und auf der anderen Seite erschrecke ich manchmal über mich selber, wie bodenständig ich bleibe. Das teuerste Auto, was du gefahren bist, Rolls-Royce Phantom, der neue 600 irgendwas. Nein, bin ich blöd. Der 6x6, knapp bei 1 Million Euro. Klar doch. Kann auch der Phantom einpacken. Das ist noch ganz interessant. Das haben wir eigentlich vorhin auch schon beantwortet.
Lebt ihr von YouTube oder geht dann auch was nebenbei? Ja, ihr habt es gehört, wir arbeiten für Grip. Dion macht noch weitere Sachen auch für andere Firmen. Ich mache zum Beispiel auch für andere Firmen, für andere Formate, genau. Ich mache noch für auch hinter der Kamera noch einiges und darf man nicht vergessen, ich studiere noch nebenbei. Richtig. Ja, ja. Akademiker. Ja, genau. Doktor, Doktor. So, den finde ich auch ganz nett hier. Deine Lieblingsrennstrecke neben der Nordschleife. Ich bin gar nicht so der krasse Nordschleifen-Fan. Ich habe also nicht Schiss, aber einen halben Respekt vor der Strecke. Das ist echt, ich gehe da immer hin, freue mich, aber habe immer so einen leichten Kloß im Hals, weil du weißt nie, was passiert. Lieblingsstrecke für mich, werdet ihr wahrscheinlich lachen, Oschersleben. Ich fand die total süß. Wir sind damals Dacia Logan Cup auf der Strecke gefahren. Das war so viel Spaß. Für krasse Autos viel zu eng, aber für so einen 90 PS Bomber der absolute Wahnsinn. Geil, oder? Hast du eine? Komischerweise, ich bin jetzt, sagen wir mal, nicht so rennaffin. Komischerweise mag ich aber eher schnelle Strecken lieber als eher so, wo es auf kurvig und winkelig, also sowas wie Spa oder sowas oder ja, auch mal so einen klassischen Lausitzring oder sowas, ja, mag ich unheimlich, weil du unheimlich viele Kurven hast, die du schnell nehmen kannst. Sachsenring ist auch nicht. Sachsenring auch. Das genau. Lausitzring sagt sowas. Aber ich bin nicht so der selektive Typ, ich bin eher der, wenn dann eher ein bisschen Hochgeschwindigkeit. So, hier schreibt einer, wann machst du wieder was mit Jan Seifert? Der Kommentar kommt von Jan Seifert. Ja, Jan, keine Sorgen, mit dir machen wir auf jeden Fall schon mal noch was. Das wird spannend mit dem Jan. Wir haben da einiges noch vor, das wird geil. Ja. Seid gespannt, was wir mit dem Jan noch machen. Ich muss mal ganz kurz hier die Kommentare aufmachen. Ja, Felix Körbel muss sich auch wieder melden. Ne? Felix Körbel ist immer am Start. So, ja, so weit wären wir eigentlich durch, ne, von den Kommentaren. Wenn ihr noch Fragen habt, natürlich schreibt es unten in die Kommentare. Und jetzt würde ich mal sagen, jetzt runden wir das Video ab, weil ein paar von euch das gefragt haben. Gibt es bald auch Fahrdoch-Merch? Wenn ihr das wollt da draußen, dann schreibt es auch wieder in die Kommentare. Weil dann gucken wir mal. Wir haben jetzt ein bisschen was geplant, ein bisschen was im Hinterkopf, was wir machen können. Und würde mich halt interessieren, ob ihr da wirklich auch Bock drauf habt. Und da bin ich mal gespannt. Genau, und ansonsten vielen, vielen Dank nochmal an euch. Wir hätten es so nicht für möglich gehalten, dass wir es eigentlich seit Anfang diesen Jahres wirklich erst ernsthaft angeschoben haben und dass wir dann doch mit so, ich sag dann doch schon mal, recht großen offenen Armen und einer relativ großen Fanbase, ja, auch unterstützt werden. Und deswegen ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch. Wir leben Fahrdoch wirklich, weil wir Autos lieben, und wir leben Fahrdoch auch, weil wir zu den Personen gehören, die den Namen auch so sehen, wie er auch wirklich ist. Sprich, wir fahren die Autos und wir lieben die Autos. Ja. Und das, finde ich, war von Anfang an auch der oder das Moment, wo wir gesagt haben, das ist das, wovon wir uns auch ganz klar von den ganzen anderen, die auch alle ihre Berechtigung haben, uns unterscheiden, aber wir sind einfach nicht die Pressemappenableser, sondern wir leben die Autos. Und das ist das, was wir gelernt haben und das, was wir lieben. Und dafür bedanken wir uns ganz, ganz, ganz toll, dass ihr uns da so einen Support gibt und auch unterstützt in dem, was wir machen. Und wenn es noch irgendwelche Vorschläge gibt, was für verrückte Sachen. Und auch das ist bei uns ganz wichtig. Es gibt bei uns keine Limits. Und wir haben einfach Spaß und deswegen können wir auch alles umsetzen, weil wir das auch gelernt haben, und sagt uns das einfach. Ja, und genau, deswegen schon mal ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön. Auch ein Dankeschön von mir. Du sagst, du hast genau das angesprochen, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. So, dann würde ich mal sagen, Leute, wenn ihr noch dran geblieben seid, dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Das war unser Q&A und auch so ein bisschen so ein Endvideo für 2018. Dankeschön an euch. Wir haben jetzt mittlerweile 3,7 Millionen Aufrufe gehabt. Ne? 3,7. Ihr müsst überlegen, das letzte Wochenende, der 6x6 und der GT2 RS, das war in 48 Stunden 80.000 Aufrufe. Ich muss dich korrigieren, 3,8. 3,8, so. Und mit 3,8 sagen wir Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder in einem neuen Video. Wie heißt es immer so schön am Ende? Was sagst du immer? Liken und abonnieren nicht vergessen. Und die Glocke bimmeln, ne?
Ciao! Dann musst du eigentlich nochmal.